So, mit viertelstündiger Verspätung bin ich jetzt wieder da. Wir haben wieder Montag, 21:17 Uhr haben wir jetzt. Und jetzt haben wir wieder das City Skylines Let's Play, Sumo City. Tja, ah, wait, wird Hellcamp noch starten? So. Ja, ich habe das Spiel schon gestartet wieder, weil ich ja jetzt inzwischen weiß, ne, dass es ein bisschen braucht zu laden. Ich habe es auch schon vorher eingefügt, hier meine Modus und ja, meine Szene hier. Und dann kann man auch gleich starten. Da seht ihr es, da sind wir schon. Und dann wird mal schön weitergebaut. Oh, mein Spiegel stört mich hier, so, sonst sehe ich den Pauseknopf nicht. So, dann gucken wir mal, wo wir heute dann so hinkommen. Ich habe inzwischen übrigens eine andere Stadt mal wieder angefangen zu bauen. Und die kann ich euch auch später, wenn ihr wollt, mal zeigen. Und da ist mir klar geworden, dass ich diese Untertunnelung gar nicht unbedingt machen muss. Ich hätte eigentlich schon früher drauf kommen können. Sondern es hätte eine einfache Vertiefung gereicht. Und damit Brückenkonstruktion hätte ich hier diese Gleise hier zusammen verbinden können, damit es eben bessere Gleiswechsel gibt und so weiter. Ja, das kann ich ja später noch alles korrigieren. Wichtig wäre ja jetzt, dass ich mal langsam den Bahnhof auch mal aktiviere. Noch läuft da noch gar nichts. Frag mich, wie sinnig wäre, vielleicht hier eine Schiene rüberzulegen, dann auf der anderen Seite der Stadt nochmal einen Bahnhof zu bauen, einen kleinen Bahnhof. Hier irgendwo. Und dass man dann so eine Art Stadtumgehung hätte, als Schienenverkehr noch. Wir haben ja hier oben schon angefangen zu bauen. Da ist mir übrigens jetzt klar geworden, wie ich diese hässlichen Stellen, auch da hätte ich schon früher drauf kommen können, wie ich die vermeide, wenn ich Parks baue oder Parkplätze, damit die nicht so schief aussehen. Einfach mal ein bisschen das Geländewerkzeug hier, die Geletten, da hat man hier unten Landschaftsbau und da hat man hier dieses Geländegeletten. Und wenn man dann irgendwie einen Park hat, wo der Parkplatz ein bisschen schräg aussieht, dann kann man das verwenden. Allerdings muss man hier die Pinselgröße erstmal einstellen und die Pinselstärke eher sehr weit nach unten. Und dann kann man hier mal so ein bisschen drüber fahren. Hier braucht es jetzt nicht unbedingt. Aber dann kann man einen schiefen Parkplatz ein bisschen begradigen. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Zum Beispiel hier kann man es ein bisschen. Aber eben nicht so richtig. Naja, bleibt immer noch relativ schief. Aber manchmal geht das schon ganz gut. Also, das ist halt eine sehr steile Stelle hier. Naja. Außerdem habe ich jetzt herausgefunden, es gibt dann doch noch eine bessere Straße, die innerorts geeignet ist. Und die hat mir. Das ist auch ein Mod-Objekt. Und zwar diese hier. Die ist noch besser. Und zwar, die ist so alleenmäßig, ohne großen Straßenmarkierungen. Die hat nur Pfeile. Und die hat aber diese schönen Wege hier am Rand und sie hat auch Parkplätze rechts und links. Und deswegen baue ich lieber die hier. Finde ich irgendwie besser als diese hier mit diesem Mittelstreifen. So. Was ich aber dann gemacht habe, ich habe dann immer die normale Version, ich kann auch die Alleen-Version nehmen, die habe ich dann ohne Parkplatz gemacht, irgendwie so ein bisschen als Einfahrtsstraße in das Wohngebiet. So, das müsste ich hier auch hinmachen. Überall, wo es so quasi in so eine Alleenstraße, also wo es in so eine, nee, in so eine Boulevardstraße reingeht. Ja.
Also wir haben eine höhere Wohngebietsnachfrage, also bauen wir jetzt auch mal Wohngebiete weiter. Da haben wir einen Park auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für einen anderen Park jetzt mal bauen könnten. Hier haben wir einen Park. Dann bauen wir hier doch gleich mal ein bisschen weiter. Können wir ruhig hier mal ein bisschen auffüllen hier. Da auch. Hier vielleicht erstmal noch so ein Stück, weil ich noch nicht weiß, ob ich da drüben noch ein bisschen einen Park baue. Hier mal so. So. Dann machen wir hier noch. Ja. Und hier können wir ja auch gleich die Straßen korrigieren. Nehmen wir die hier. Die gefällt mir besser. Weil die hat den Vorteil als die normale Alleenstraße, wenn man, also wenn man die da oben nimmt, die zweispurige Straße mit Bäumen, die hat keine Parkplätze an der Seite. Und das ist eigentlich auch ein bisschen unrealistisch, weil das eigentlich eine Innerorts-Wohngebietsstraße ist. Da sollte man eigentlich an der Seite parken können. Und bei diesem Mod-Objekt haben die einfach zwei Dinge getan. Die haben die etwas breiter gemacht. Haben dazu die normalen, ja, die Straße sieht ein bisschen bleich aus und ein bisschen, genau, und die Zebrastreifen fehlen auch noch. Aber ich finde sowieso, dass manchmal da Zebrastreifen dabei sind, wo sie komplett unnötig sind. Stelle ich auch mal wieder fest. Und hier konnte ich sogar unter Tunnel unter der Brücke bauen. Das konnte ich mit dem anderen Mod-Objekt nicht. So, machen wir das hier dahin, machen wir das hier dahin, so. Da auch nochmal. Und hier könnte ich theoretisch auch sagen, ich weiß nicht, was für eine Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist für mich eigentlich schon fast so eine. Eigentlich wäre das eine. Hier steht jetzt 40 dran, aber ich werde das vielleicht noch ein bisschen runter korrigieren. Wenn sich die Autolobby wieder beschweren, aber ja, ich baue hier tatsächlich ruhige Verkehrszonen innerorts. So, dann bauen wir hier nochmal ein Stück weiter die Straße. Während hier ein paar Leute kommen und einziehen, Häuser bauen. So, hier runter. Können wir schon mal schauen. Da haben wir einen großen Park, das heißt, ich könnte hier irgendwo einen Parkplatz mal bauen. Die baue ich einfach auch mal wieder dazwischen. So ein bisschen zum Auffüllen. Na, jetzt habe ich hier jetzt so einen, dann baue ich jetzt dann mal baue ich diesen hier. Inzwischen weiß ich schon, wo die alle sind, auch wenn ich gar nicht sehen kann, wie die aussehen. So, baue mal den hier hin. Können wir hier mal weiterbauen. Vielleicht einen Spielplatz sollte man langsam mal hier vielleicht noch hinbauen. Schule habe ich, glaube ich, schon gebaut, ne? Da hört man ja die Klingeln die ganze Zeit. Da ist eine Schule. Aber auf der anderen Seite muss später auch eine Schule hin. Habe ich hier einen Spielplatz schon irgendwo gebaut? Park, Hundepark. Nee, habe ich doch gar keinen Spielplatz hier gebaut. Könnte ich mal hier irgendwann hinpflanzen. Mal den kleinen, die kleine Version vielleicht oder nochmal die große. Großer Spielplatz. Zu steil hier. Mal den kleinen. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn man den irgendwo in der Nähe eines Boulevards bauen könnte. Wir können aber hier oben mal schauen, ob wir da oben irgendwie. Ich baue jetzt mal diesen Boulevard erstmal weiter. Ah, servus, Kevin.
Ja, siehst du mal, dass jetzt Facebook oder WhatsApp nicht geht, das schreckt mich jetzt kaum ein. Also ist nicht ganz so ideal, aber ist nicht so wichtig. Weiß ja nicht, da macht man ja auch selten was produktiv. Also mache ich da lieber ein Let's Play, wie es jeden Montag gibt. Was soll ich da wie jetzt bei Facebook unbedingt rumgammeln? Wenn man mal was machen kann, ist ja ganz gut, aber davon abhängig sein, das ist dann doch suboptimal. Juhu. Kann ich hier oben vielleicht einen Spielplatz bauen? Vielleicht auch mal einen großen, vielleicht. Doch, da wäre gar nicht schlecht. Ich muss ja irgendwie da nochmal eine Seitenstraße hinkriegen. Na egal, machen wir es jetzt einfach so. Das werde ich später wahrscheinlich wieder. Ah, nee, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Wir machen das mal weg. Wir machen da erst nochmal so eine Querstraße dahin. Mal wieder. Die da. Ein bisschen höher ansetzen. Ach, wieder die scheiß Meldung da oben. Weg, weg, weg. So. Oben war es besser. So, hier könnte ich jetzt direkt so an dieser Seitenstraße hier so einen Spielplatz bauen. War wir ein bisschen weit weg. Ich hätte so gerne den Boulevard hier gebaut. Nennt man ja diese Straßen mit diesen, mit dieser inneren Verkehrsinsel da. Ich könnte ihn ja auch innerorts irgendwo bauen. Ich glaube, ich baue ihn jetzt einfach hier. So, mach mal einfach mitten rein jetzt mal. Kann ich hier nämlich mal entspannt weiterbauen. Man muss immer wieder mit Parks und ähnlichem muss man hier auffüllen. Das macht die Wohngebiete attraktiver. So, jetzt habe ich wieder eine höhere Industrie- oder Büronachfrage. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob meine Leute gebildet genug sind, weil hier wieder, ne, fragen sie mich an nach mehr gebildeten Arbeitern. Also, weiß ich nicht, brauche ich jetzt erstmal mehr Industrie? Es gleicht sich aber eh schon wieder ein bisschen aus hier. Okay, wie sieht es denn mit meiner Schule aus?
1142 Oberschüler, aha. Das sind ja schon mal mehr als letztes Mal, glaube ich. Oder? Haben uns, glaube ich, schon verbessert. Also, jetzt haben wir schon wieder mehr Wohngebietsnachfrage. Also, brauchen Le Platz für die Leute. Die müssen hier einziehen. Brauchen wir vielleicht hier auch nochmal einen kleinen Parkplatz mit rein. Vielleicht hier den könnten wir auch mal nehmen. The Park. Aber der beinhaltet ja auch einen kleinen Spielplatz. Das lassen wir mal. Na, nehmen wir den hier. Der Ecke. So, mal gucken, ob wir hier ein bisschen glätten können. Versuchen wir es mal. Ja. Wobei, wenn da jetzt ein Haus neben dran gebaut wird, zieht das Ding gleich wieder runter. Das kann natürlich passieren. So geht's ja noch halbwegs, ne? Also. Egal. Wir bauen weiter. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Noch mehr Leute. Könnte doch mal so einen Tennisplatz bauen. Die vergesse ich auch ganz oft. Die Tennisplätze. Zwischendrin mal irgendwo. Hier unten leicht. So. Also wer da auf den Tennisplatz fällt, den haut's auf die Schnauze, du. Naja, das können wir so nicht lassen. Das sieht ja grauenhaft aus. Das müssen wir irgendwo machen, wo es flach ist. Hier vielleicht nachher mal. Nicht in so einer steilen Ecke. Aber Gewerbe steigt wieder. Jetzt haben wir so ein bisschen Gleichstand von Gewerbe und Industrie. Ich glaube, Gewerbe ist sogar etwas mehr. Können wir hier mal ein bisschen Kleingewerbe bauen. Es gibt ja dieses dicht besiedeltes Gewerbegebiet und hier dieses gering besiedelte. Und hier in der Oberstadt, wo wir nur normale Häuser haben, nehmen wir das geringe. Aber ungefähr ab bis hierhin bauen wir wahrscheinlich höhere Häuser. Da links und rechts auch noch. Und alles hier oberhalb soll dann aus normalen Einfamilienhäusern bestehen. Und genauso auch hier auf der anderen Seite der Stadt. Überall. Wir versuchen ja, wenn es geht, eine kleinere Großstadt zu bauen, sagen wir es mal so. Wäre schon schön, wenn wir dann mal die 100.000 Einwohner schaffen. Ist in dem Spiel gar nicht so leicht, da muss man schon gut bauen. Und wir brauchen gebildete Bürger. Ich versuche mal hier das ein bisschen anzupassen. Geht das? Suchen wir mal überall so Plätze aus, wo man dieses Glätten mal benutzen kann. Wo vielleicht irgendwelche Parkplätze sind, die man etwas ausbessern kann. Von hier so ein. Ich glaube, ein Taxistand hier. Ein Taxidepot. Ah, guck mal, den konnte man schön glatt machen. Das ist besser dann. Und da beim Krankenhaus habe ich noch irgendwas gesehen. Genau. Versuchen wir es hier mal. Ein bisschen ging da. Vielleicht mal ein bisschen stärker. Naja. So richtig geht es da. Nicht nur ein bisschen konnte man es. Das ist, wenn ich es mal ganz schwach einstelle und dann hier ein bisschen hochlupf. Keine Ahnung, das geht glaube ich nicht. Naja.
In der Schule kann man auch nicht viel machen. Also an sich ist das Schulgebäude ja nicht schlecht so, ne? Aber man hätte da echt noch ein bisschen mehr Vorplatz und sowas bauen können. Aber diese Schule nimmt eben mal 10.000 Schüler auf. Deswegen habe ich sie dahingestellt. Und Verkehr haben wir hier langsam. Man merkt, dass hier kein öffentlicher Nahverkehr ist. Ja, Busdepot und so weiter muss ich auch da mal. Wir brauchen Busse. Wo baue ich denn das eigentlich jetzt überall hin? Ich glaube, ich muss hier die Bahnlinie hier einmal hier ein bisschen rumlegen und dann hier unten das große Bus, die große Bushaltestelle bauen. Oder hier drüben irgendwo. Ich habe einen scheiß Platz für den Bahnhof ausgewählt. Ja, da hat sich jetzt ein bisschen Gewerbe angesiedelt hier. Guck mal, hier haben wir jetzt auch so ein bisschen so einen Hubbel. Ah, den können wir ein bisschen glätten. Ein bisschen jedenfalls auch. Aber da unten, da geht er ganz schön den Abgrund runter. Sieht halt scheiße aus irgendwie, ne? Gelände einebnen geht aber auch nicht richtig. Was stehe ich bis heute nicht? Was einebnen, Unterebene, das kann doch eine Hochebene sein. Abschrägen geht auch noch. Kann man nicht so viel machen hier. Ich könnte höchstens die Häuser hier erstmal abreißen und dann könnte man so aus zum Spaß mal machen. Das dann besser hinkriegen hier. Klappt wahrscheinlich auch nicht richtig, das wird sich gleich wieder verändern. So. Naja, sobald er wieder gebaut wird, dann sieht das wieder so scheiße aus.
Das sind so die Stellen, da baut man hier, ich fast eher noch einen Spielplatz oder irgendwas dahin. Irgendeine Grünanlage. Bevor man da irgendwie Parkplätze hinbaut. Die kann man echt nur auf ganz flache stellen. So, hier bauen wir mal ein bisschen Gewerbe. So. Da können wir auch Gewerbe bauen. Aber nicht gleich so viel. Machen wir mal. So. Ja, natürlich jetzt den Nachteil, dass wir hier auch bisher auch die einzige Zufahrt auf die Autobahn haben. Und deswegen ist natürlich diese Straße auch sehr stark befahren. Deswegen brauchen wir mal von rechts und links irgendwann eine Zufahrt auf die Autobahn. Hallo! Servus, Prinz Heiterbu. So. Wird immer noch Gewerbe nachgefragt, ne? Jetzt wollen sie einkaufen gehen hier. Muss ich auch schauen, wo ich wieder Parkanlagen baue. Aber hier habe ich einen großen Park, also könnte hier. Da könnte ich eigentlich hier mal bis dahin. Da auch noch, und hier auch noch vielleicht an der Ecke und dann macht man hier noch einen Wohnbereich hin so. Aber ich hätte. Ich bin immer noch geschockt, dass YouTube bald für mich erledigt ist. Ja, du meinst halt wegen, ne, wegen dieser Angabe halt von Ausweis und so weiter. Ja gut, es geht uns allen langsam auf die Nerven, dass man keine Ü18 Videos mehr schauen kann, ohne dann seinen Ausweis hergeben zu müssen oder sowas. Steigen die Schülerzahlen eigentlich? Nee, momentan stagnieren die noch. Also wir bauen mal schön weiter hier. Mehr Menschen, mehr Schüler. Jetzt haben wir auch wieder eine höhere Nachfrage nach Wohngebieten. Können wir hier komplett durchziehen. Streifen eigentlich hier so. So, dann können wir hier irgendwo jetzt zwar wieder was bauen. Irgendwas Grünes. Basketballplatz haben wir auch noch, können wir auch noch dazu bauen. Jetzt haben wir hier eigentlich noch dieses Picknickding, aber es ist zu steil hier. Sieht auch hässlich aus an der Stelle. Könnt höchstens vorher ein bisschen anpassen, bevor wir bauen. Vielleicht bringt das ja was. Bisschen größere Pinselgröße. Wo? Setze ich da was hin? Hier direkt an der Ecke, glaube ich. Oder an der Ecke. Was nicht so groß ist.
Gib mir eigentlich mal wieder das hier irgendwie. Weiß ja nicht, wie das nachher aussieht, wenn da Häuser gebaut werden und sich das Gelände dann verändert. Twitch macht das nicht. Twitch ist made in UK. Ja. Twitch ist schon eine ganz gute Plattform bisher. Zieht vor allem nicht ganz so viele Idioten an. Ich glaube, inzwischen kommen schon auch einige Idioten auf Twitch, aber noch ist es relativ sauber. Können wir da oben auch noch. Da können wir komplett auch hochziehen hier. Viel Gewerbe wird nachgefragt. Es wird interessant, wenn hier erst eine Uni gebaut wird. Habe ich eigentlich, das habe ich glaube ich eingestellt, dass sie die, dass sie die Schule bevorzugen sollen. Ja. Also es betrifft ja auch junge Erwachsene, ne? Das ist vielleicht, sollte ich. Vielleicht, ich als ab 20.000 würde ich sagen, bauen wir eine Uni. Ab 20.000 Einwohner. Eine Uni gebaut. So, hier können wir eigentlich dann auch noch mal. Das hat dann noch mal so einen Fleck, wo man da hier. Ich glaube, wo ich gerade das Gelände geklettert habe. Können wir hier vollends auffüllen hier. Da und hier können wir überall Wohngebiet bauen, da auch. So, da kommt Gewerbe hin, dem Streifen an dem Boulevard hier. Ja. Können wir hier eigentlich auch noch erstmal. Mal ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller gebaut wird. Ja, dieses Bimmel, das ist immer, dass sich ein Haus weiterentwickelt. Dieses hier wird sich jetzt gleich. Ja, das renoviert sich jetzt. Meistens wachsen die dadurch. Da haben wir gleich 15.000 Einwohner. Wird wieder Gewerbe in Industrie nachgefragt, aber ich wette, wenn ich da die Zeit ein bisschen durchlaufen lasse, wird sich das schon fast wieder ändern. Jetzt haben wir schon wieder mehr Gewerbe als mehr Wohngebiet als andere. Aber nicht sehr stark. Die Balken sind gerade relativ weit unten. Jetzt muss ich das glaube ich erstmal setzen. Aber wir bauen trotzdem mal hier oben weiter. Da können wir nämlich.
Auch noch das Ganze. Eigentlich ist das hier, ne, für kleines Gewerbe, aber ja, manchmal sind die dann doch ein bisschen größer. Aber das sind so die höchsten Gebäude, die hier gebaut werden. Klingelt es überall. Oh, 15.047 Einwohner. Das ist immer wieder schön am Wachsen. Schon die Straße hier weiterbauen. So, dann müssen wir hier den Streifen immer weiterziehen. Ich weiß zum Beispiel jetzt hier nicht genau, geht das. Ich glaube, das richtet sich schon Richtung Boulevard hier. Ja, doch. Hier haben wir noch so einen kleinen Streifen, ja. Das heißt, hier kommt wieder Gewerbe hin. Hier könnten wir auch gleich noch mal ein bisschen. Da haben wir nämlich auch den Park direkt in die Ecke. Sehr zentral. Oh, wie sieht es hier unten aus? Da hat sich das schon aufgefüllt. Da auch. Oh, was ist denn da gewachsen? Ha, da hat sich mein Haus weiterentwickelt. Das ist jetzt kein so normales Dreistufe, also die dritte Stufe. Das hat sich jetzt schon ein bisschen hochentwickelt. Ja, da wird es jetzt mehr Häuser langsam geben, die ein bisschen nach oben wachsen. Da haben wir auch schon wieder ein paar so diese Hochhäuser, die stehen hier überall verteilt. Erinnert so ein bisschen an italienische Städte mit ihrem Türmchen. An so norditalienische Städte wie, ich glaube, in Modena, wo das überall war. Oder Bologna, glaube ich. Bologna war es, glaube ich.
Aber wir haben ja auch, das ist ja Sumo City, ne? Muss ich auf den Turm beziehen. Haha. Aber man sieht, die Straßen sind langsam verstopft, weil ich einfach noch keinen Nahverkehr richtig eingerichtet habe. Das wird sich aber dann auch noch ändern. Und natürlich wird Sumo City auch irgendwann eine U-Bahn und so weiter kriegen. Also auch das wird es alles noch geben. Ich dachte auch schon an eine Straßenbahn. Wäre auch mal was anderes. Ich habe sonst auch immer nur die. Immer nur Busse oder so. Straßenbahn wäre auch mal cool. Ja, müssen wir auch noch die Straße ändern. Das haben wir gar nicht gesehen vorhin. Ja, ich glaube, jetzt verlegen wir mal hier den Strom hier anders. Ich glaube, das machen wir jetzt direkt von hier aus hier komplett runter. Und schließen das einfach jetzt mal so an, damit wir hier oben nicht noch immer, dass wir zumindest von hier aus mal das Stück hier wieder weg haben. Weil die sind sonst nur im Weg. Ich muss jetzt hier langsam mal wieder was hinbauen, also so ein Parkplatz oder irgendwas. Könnten wir jetzt mal so einen großen Parkplatz. Ich glaube, das ist hier flach genug. Könnten wir mal probieren mit so einem. Ich glaube, warte mal, da unten war dieser eine da, dieser russische oder was es ist. Können wir den hier mal hinsetzen? Ja, ich meine, hier kommt ja auch Gewerbe auch an die Boulevard dran, ne? Da kann man auch mal so einen fetten Parkplatz hin bauen. Aber ist jetzt nur die Frage, wie er aussieht nachher. Ob ich den glätten kann. Und ob es vor allem hält, wenn ich da jetzt wieder ein Haus daneben hinsetze. Wir versuchen es mal, ansonsten muss der Parkplatz weg, wenn er so hässlich aussieht. Weil unbedingt muss er da nicht hin, aber wenn er danach noch ansehnlich ist, dann lassen wir ihn. Und mich interessiert, was passiert, wenn hier ein Haus gebaut wird. Ob es da jetzt den Parkplatz gleich an rechts da ein bisschen runterzieht. Anscheinend nicht. Jedenfalls nicht so, dass man löschen müsste. Ne, passt. Kann man lassen. Also, dann bauen wir hier schön weiter. Wollen wir hier eigentlich auch zählen wieder unten? Na komm, das machen wir jetzt nicht. Jetzt ziehen wir jetzt einfach direkt am Parkplatz hier wieder eine Straße hoch. Moment, jetzt müssen wir mal kurz pausieren. Und das Stück hier mal ganz kurz ein bisschen wegmachen. Auch nochmal weg.
Sonst können wir die Straße hier nicht gerade hochziehen. Gerade das gerade Straßenwerkzeug. Erstmal die hier. So. Eigentlich hätte ich auch erst mit dem anfangen können, aber egal. So, und jetzt. Ach. Manchmal. Schiebt sich das so. So. Hier das Stück hier. Ja. Und weiterlaufen lassen. So, das können wir eigentlich auffüllen hier. So. Dann könnten wir jetzt hier an der Ecke vielleicht wieder was hinbauen. Oder da oben. Oh, wie flach das sind das da oben. Da könnte man vielleicht zum. Könnte man einen Tennisplatz jetzt mal. Der gute Mittelstand hier, der spielt auch Tennis. Das sind doch Snobs überall. So. Können wir ja gleich weiterbauen. Oh, wieder wird Gewerbe jetzt nachgefragt. Jetzt haben sie es aber mit dem Gewerbe hier. Schon wieder höhere Wohngebietsnachfrage. Dann füllen wir das komplette Ding hier auf. Wir brauchen ja einfach die Einwohner auch für die Schüler jetzt. Und, 1366, das sind 200 mehr als vorhin. Das ist ja cool. Das bedeutet, dass die Stadt jetzt best noch besser wachsen wird. Ja, hier überall sieht man da auch schon so Balken zum Teil hier. Was wird dazu führen, dass die unteren Häuser noch weiter nach oben wachsen? Ich muss ja auch noch überlegen, ob ich, habe ich hier schon eine Oberschule gebaut? Nee, habe ich noch keine. Sollte ich vielleicht auch mal hier oben eine bauen? Ob es eine gibt, die vielleicht nicht so großflächig ist. Alle relativ großflächig. Warte mal, hier habe ich diese eine. Wenn ich jetzt hier eine andere baue. Oder da unten. Baue mal hier mal so eine 4000, das wird zwar wieder kackhässlich mit dem Gelände aussehen, glaube ich. Oder? Ja gut, da ist ja eh nur grüner Platz hier bei der Schule, ist ja kein Parkplatz oder irgendwas zu sehen. Aber das Schulgebäude hier ist so richtig schon den Berg eingebaut. Geht sogar so ein Stück von dem Berg so ins Gebäude rein, das ist auch komisch, echt. Könnte höchstens vielleicht vorher mal das kurz mal rauslöschen und vielleicht kann ich es vorher glätten. Vielleicht geht das dann besser. Glaub zwar nicht, aber. Ja. Wie viele Einwohner hat Sumo City? Ja, 15.238. Also, ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen mehr nach vorne zu bauen. Und sie mal ein bisschen schneller wachsen zu lassen. Vielleicht hier gerade so dran, vielleicht kommt es dann besser. Naja, immer noch so lala, aber na komm, drauf geschissen. Es ist halt City Skylines, sieht nicht immer alles realistisch aus.
So, jetzt die 4000 Euro, die lassen wir jetzt auch hier. Weil das wird wiederum dazu führen, dass Häuser wachsen. Aber wenn hier oben noch eine Oberschule ist, das ist auch gut. Ah, da fangen sie nach Wasser an. Da muss ich noch Rohre verlegen hier. Schleswig hat 25. Flensburg 90. Ja. Ich versuche ja schon voranzubauen hier. So was. Erstmal hier weiter. Ist das ein Scheiß hier mal? Mal das gerade Stück hier. So. Hier muss ich nachher dann wieder eine Spezialstraße nehmen, um die runterbauen zu können. Um ihre Videos zu pushen, um ihre Likes zu pushen, um ihr Zeug zu pushen. Ja, was denn sonst? Es geht immer ums Pushen. Basketballplatz gibt es ja auch noch, ne? Also kann man ja beides bauen. Aber ich würde die gerne ein bisschen verteilt bauen, nicht irgendwie alles zusammen. Da ist auch die Schule, die Hochschule. Die Highschool, da muss auch der Basketballplatz in der Nähe sein. Hier so. Gelände zu steil. Ich will die Sachen ja noch ein bisschen verteilen hier. Ich glaube, hier
kann es auch sein, dass ich hier ein bisschen kahl lassen, gar nicht so viel Bau. Auf jeden Fall sehr schwierig hier weiter zu bauen. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Ah, servus Alex. The House is Team. Hallo. Hallo. Ah, Leute, jetzt ist aber Schluss. Guten Abend, hier ist der authentische Herr Mimo Baraka aus Berlin. Krass, dass der auch wieder am Start ist, ey. Müssen weiterbauen, weiterbauen, weiterbauen. Aber ich bin froh, dass vorhin 200 Schüler mehr in der Oberschule waren. Du lebst fast nur vor dem PC. Genau. Die Sounds werden bald kostenlos. Um ihre Videos zu pushen, um ihre Likes zu pushen, um ihr Zeug zu pushen. Nein, die Sounds werden nicht kostenlos. Das werden nicht gratis. Da kannst du noch so oft Propaganda machen, wie du willst, Prinz Heiderbu. Eher werden sie teurer. Wird man dann sehen. Aber sollte ich dann doch mal vielleicht ein paar Follower mehr haben, ein paar Zuschauer mehr. Und jeder spielt hier die ganze Zeit Sounds ab, dann haben wir keinen 50 glaubenden Steam mehr. Deswegen werde ich sie definitiv nicht kostenlos machen. Definitiv. 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 Nein. Ja, Angebot und Nachfrage halt, ne? Wenn was inflationär muss, dann muss man was dagegen tun. Muss doch alles seinen Wert behalten. So, was baut man denn hier? Es ist nur Beef die ganze Zeit. Und direkt hier an der Feuerwehr bauen wir jetzt nochmal eine Querstraße durch. So, jetzt mal wieder die andere. Und das ist das, was mich so ärgert. Jetzt fangen sie aber ich die alle an. Ah, wenn der Doll, der Thomas Doll jetzt beim Stream zuschauen würde. Bisschen vorbauen. Oh Gott, ich hasse das Spiel manchmal. Geh doch darüber, so. Geht doch. Wir wollen es klar ausdrücken, du bist selbst schuld. Aber hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Hier muss ich jetzt, das wollte ich natürlich nicht machen, dass ich so viele Straßen habe, die immer den Boulevard münden. Da hat man hier ständig, besorgt immer vernünftige Klamotten. Da hat man dann ständig, T-Kreuzungen,
Oder was heißt überhaupt Kreuzungen? Und es gibt einen extrem schleppenden Verkehr. Also muss ich, warte mal, da muss ich das Stück hier mal wegbauen. Muss. Hier. Wenn jetzt noch Omega da ist, ey, dann geht's aber ab, du, mit Sounds. Omega, den Zeitabu und der Hause Steme. Haben wir hier nur noch Soundboard laufen. Es wird immer schlimmer. Das geht weg. Und das ist jetzt hier so. So, können wir vielleicht hier können wir noch mal eine Einmündung machen. Da wird es jetzt gehen. So ganz kleine Brücke. Ich hol mir ein Gewehr und dann. Piff, paff. Ich kollabier gleich. Nur weil du mit Peter Schmidt sprechen möchtest. Wo ist denn der eigentlich schon wieder? Hallo. Ach, jetzt kommt Amber auch noch. Servus, Amber. Die Soundboard-Terroristen hier alle. So, ihr Soundboard-Terroristen, ich muss hier jetzt mal weiterbauen. Hier haben wir noch ein Stück. Oh. Hallo! Ich bin Mann, vielleicht brauche ich auch mal wieder Sex. Denk einfach drüber nach, ich bin jetzt weg, tschüss. Ach, bleibt er noch da? Hätte ich niemals machen dürfen mit den Sounds. Ein Fehler, den ich jetzt bitter bereue. mein Internet wieder, beste Leben, hier nicht von uns hier, was eine Dreckspisse. Also falls du von Facebook oder WhatsApp oder Instagram redest, könnte ja sein, das ist gerade weltweit off oder ging die ganze Zeit nicht. Also nicht, dass du jetzt denkst, es lag mir an deinem Kack-Internet, das ist bei mir so, auch bei Leuten irgendwo in Kalifornien so und ja, bei Leuten irgendwo in Russland so, das ist scheißegal, das ist weltweit gerade ein Problem, Amber. Also wenn es genau die drei Apps sind, ne, Facebook, Instagram und WhatsApp, das ist ein Problem. Schatz, geht's eigentlich wieder? Ah, sieht mich gerade nicht. Frau, echt. Geht Facebook wieder? Meine Abozahlen steigen. Ich guck mal kurz. Aktualisieren. Geht immer noch nicht. Boah. Alles tot. Naja, mir ist es, ehrlich gesagt, das ist für mich jetzt gar nicht mal so dramatisch, weil so oft benutze ich jetzt. Also ich guck zwar bei Facebook schon rein, mach manchmal mal ein Posting oder so. Aber jetzt so jeden Tag und so richtig ergiebe ich auch nicht und brauchst jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit. Also ich überlebe das echt gut, dass es mal nicht gerade da ist. Was mich mehr fucken würde, wenn YouTube nicht geht. YouTube muss man schon benutzen können. Schon schlimm genug, dass man da jetzt diese scheiß Perso, Kacke, Kreditkarte, Müll da. Das ist eine Schweinerei.
baue ich diesen blöden Picknickplatz da? Passt ja auch nirgendwo hin. Nachkommen. Tue mir was anderes aus. So, ich glaube, hier könnten wir jetzt mal irgendwas Grünes hinmachen. Vielleicht auch mal wieder was Größeres. Wollen wir erstmal da oben. Was haben wir da? Custom Park. Was ist denn das? Park suited for picnics with attractions for dogs and children. Ja, das ist doch gut. Das können wir hier doch irgendwo hin machen. Hier oder hier? Was hier hin? Oh. So, können wir hier direkt wieder anbauen. Und hier eigentlich auch. Da auch. Brauchen mehr Einwohner, noch mehr Einwohner, mehr Einwohner, mehr Einwohner. So. Aber die Gebäude verändern sich, sie verändern sich langsam. Stück für Stück. Und wie sieht es mit unserer Schule aus? 1366 Schüler noch. Wir wollen noch mehr Schüler. Haben wir hier eigentlich auch welche? Einen haben wir hier an der speziell an der Schule. An der haben wir einen und hier haben wir 65. Also verteilen sich gut. Ne? Da unten sind fast alle und hier ist einer. War mal schön, ne? Und der einen Lehrer hat, der kann sich speziell nur um ihn kümmern. Also, ein Lehrer hat natürlich hier drin eine komische Schule. So. Und dann würde ich sagen, bauen wir dann hier wieder irgendwas hin, auf die Seite. Aber bauen wir da auch wieder einen kleinen großen Park, wenn ich da auf der Seite schon einen habe. Ich suche ja immer so ein bisschen. Eigentlich könnte man hier irgendwas was Kleines hinsetzen. Den hier oder so nochmal. Oder nee. Furchtbar, echt? Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Oder ich habe eine bessere Idee. Ich glaube, ich baue hier nochmal so einen, auch einen kleinen Parkplatz und baue danach hier was Größeres hin. Genau, das können wir auch vielleicht jetzt machen. Bauen wir die hier mal. Nehmen wir mal das gerade Straßenwerkzeug. Ziehen das mal schön lang. So. Ziehen wir mal hier wieder eine Straße runter. Ob es nicht mehr geht. Viel geht da nicht mehr. So. Und dann machen wir hier noch das hier drin. Es gewittert hier. So. Hammer das jetzt. So, gleich hier. Gleich zum kleinen Parkplatz. Das wird wieder leicht angeschrägt hier die Stelle. Vielleicht können wir die ein bisschen glätten. Mal gucken. Und die Parks ja nicht nur auf einer Straßenseite haben. So, was haben wir denn hier davor? Da haben wir einmal den hier. So, da haben wir mal den großen hier, dann mal wieder so einen kleinen. Wo nicht so viele Plätze drauf sind.
Echt so mitten rein oder so. Ja, vier. Ich platziere den gerade mal vorsichtshalber. So. Tue ich ihn gleich nochmal weg. So, damit ich hier mal ganze Stücke habe. Da wäre gut. So, die machen wir weg. So. Perfekt. Können wir hier auch schon mal wieder ein bisschen was bauen. Und können wir mal weiterlaufen lassen. Mehr Angelteiche. Ja, tatsächlich kann ich ja zumindest mehr Angelstegs bauen, aber die könnte ich später hier irgendwo bauen. Parksteg. Ich könnte höchstens, das könnte ich tatsächlich machen. Ich könnte hier an dem Stadtpark hier, könnte ich mal nochmal sowas bauen. Doch, warte mal, was haben wir da? Da Angelsteg. Könnte man hier noch einen hinbauen? Jetzt hat man die Frage, ob man gut an die Straße geht. Hier. Da kann man lassen. Sammeln wir hier nochmal ein. Loten hatten wir auch einen, direkt an der Autobahn. Da haben auch die Angeltouren. Boah, jetzt kommen die gar nicht mit dem Einziehen hinterher in meiner Stadt. Aber jetzt fragen sie schon wieder nach Wohngebieten. Und fleißig weiterbauen. So, und hier könnte man jetzt, sagen wir, gerade mal gucken. Ah, das ist schon verbunden. Da braucht man dieses lange Ding hier nicht mehr. Aber vielleicht bauen wir es mal noch nicht ganz ab. Vielleicht müssen wir hier nachher noch was verbinden. Das ist aber jetzt auf jeden Fall so mit der Stadt verbunden. So. Jetzt haben wir hier einen größeren Park. Jetzt suchen wir mal, ob wir dann wieder so einen größeren. Den könnten wir auch mal. Der ist zu groß. Wo war es in der Fläche? Der hat ja nicht mal den gehört. Direkt neben der Feuerwehr. So. Weil den könnte man ein bisschen mit Abstand bauen, weil da oben ist ja noch dieses andere Ding da. Vielleicht ein bisschen hier weiter runter. Ein Stückchen noch. Ach. Gut. Und die. Warte mal, wir müssen nachschauen. Ist das richtig gerade gebaut? Ah, die distanzieren sich ein bisschen von hier. Nicht perfekt gerade an der Stelle. Und da geht's ein bisschen rüber, das ist ja ein Scheiß.
echt so eng hier an der Stelle. Gucken. Jetzt ist nur noch wenig. Okay. So, das können wir gleich auch wieder alles zubauen hier. Und da, ja Gott, da brauchen wir auch alles vollends zu. Ja, es ist aber das Wohngebiet um einiges gewachsen heute. Hier oben, um einiges. Mal wieder ein bisschen vor. Ich hoffe ja immer noch, dass ich dann irgendwann nicht mehr ganz so viel Wohngebiet bauen muss, dass zumindest mal die Einwohnerzahl durch das Wachsen der Häuser da unten dann mal ein bisschen auch beschleunigt wird. Da hat sich gerade ein Gewerbehaus erhöht. Lösungen GmbH. Gehen wir schon auf die 16.000 Einwohner zu. Jetzt bauen wir mal nochmal in großen Schritten hier weiter. Also bis darüber können wir es auf jeden Fall mal ziehen. Da auch nochmal ein ganzes Stück. Und direkt nach dem Park könnte man eigentlich wieder hier die Querstraße bauen. Geht nicht direkt nebendran. Dann machen wir es lieber so, dass wir 4, genau. Machen wir es lieber so, dann können wir hier nochmal ein bisschen was daneben setzen. Was für ein vernünftiges. Jetzt will sie wieder Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Wir brauchen Gewerbe für lebendige Innenstädte. Und ein großes Problem ist natürlich der Online-Handel und dadurch sterben unsere Innenstädte natürlich aus, wenn da keiner mehr einkaufen geht. Aber hier ist ja relativ viel los hier in der Innenstadt. Hier ist ja ein bisschen Gewusel. Es buffert gerade mein Stream hier. Gerade mal selber aktualisieren. Boah, jetzt muss ich wieder gehen. Hier könnte man eigentlich auch so eine schmale, vierspurige Straße hinbauen. Besser an der Stelle.
Ja, fast besser, wenn hier eine Ampel wäre. Vielleicht. Ich glaube, jetzt brauche ich mal da unten wieder ein bisschen Gewerbe noch weiter, wenn es irgendwie geht. Da ist ja noch ein Park, da könnte man mal wieder ein ganzes Stück hier runterbauen. Daneben auch noch. Also wie gesagt, ab 20.000 wird die Universität gebaut. Da bauen wir auch eine Berufsschule, bauen wir auch noch. Ist schon schön, wenn man hier in die Stadt reinfährt, so. Von hier aus fährt man dann runter in die City. Aber da muss doch ordentlich zugebaut werden hier. Aber Fahrradfahren tun sie schon fleißig hier. Oh, 16.000 Zuschauer möchte man noch kriegen hier. Ich könnte mal wieder ein bisschen mehr Familienhäuser da unten bauen. Aber die geben hier auch nicht so extrem viel mehr Einwohnerzahl. Das liegt daran, an der fehlenden Uni hier. Egal, jetzt machen wir mal hier nochmal einen Block so hin. Das immer noch mit. So. Da das hier auch noch. Können wir denn noch weiter bauen? Ja, da könnte man eigentlich auch noch weiter bauen. Ach nee, Moment mal, falsch.
Das ist ja diese Gewerbestraße, also muss ich hier weiter gucken. Okay, was bauen wir denn hier hin? Da ist ein bisschen was. Könnte man ich. So, hier könnte man. Da ist so ein Park, so ein Hundepark oder sowas. Ich will jetzt auch mal, dass die Stadt hier bisschen wächst hier. Die ist mir langsam. Wächst mir zu langsam. So. So, jetzt haben wir gleich die 16.000. Da könnte man hier oben mal was Großes hinbauen, hier. Oder vielleicht an der Stelle. Das machen wir mal. So, suchen wir uns wieder irgendeinen raus, den wir noch nicht hatten. Mit dem Gelände zu steil, das ist natürlich sehr schön. Den kann man ja gar keine Hubbel bauen. Guck mal, welche. Die anderen passen auch alle nicht. Kann man nur so kleine Parks hinsetzen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gäbe es da auch so ein. Der ging zumindest dahin, aber der ist mir zu nah da dran. Könnte man das Gebiet auch einfach ein bisschen bearbeiten. Vorher ein bisschen glätten oder so. Vielleicht würde das was bringen.
So, dann versuchen wir das mal hier zu glätten. Vielleicht hilft das ein bisschen. Abschrägung wird, glaube ich, nicht helfen. Okay. Müssen wir jetzt wieder nach irgendeinem Park gucken, den wir halt noch nicht so oft an der Stelle hatten, der da irgendwie hinpasst. Den habe ich, glaube ich, hier. Ja. Geht echt keiner hin. Da passt keiner ran. Was haben wir denn hier? Boah, es ging vielleicht. Ja, versuchen wir mal den hier. Der ist zwar nicht so groß, aber ist auch wie so ein Spielplatz hier. Direkt an der Durchfahrtsstraße. Vielleicht setzen wir den ein Stückchen weiter darüber. Geht aber nicht. Ach, dann ist mir auch egal. Dann lassen wir da halt einfach auch hin zurücknehmen, im Gewerbegebiet dann nachher ist. Aber ich brauche an der Stelle irgendwie den Park. Ist einfach wichtig immer für die Wohngebietsattraktivität. Ist alles wichtig, damit die Häuser eben auch wachsen können. Und inzwischen sind wir weit über 16.000, also 16.298. Da habe ich ja den Parkplatz, da habe ich jetzt den Park, dann kann ich hier alles zubauen. Aber, ach scheiße, habe ich auch wieder was vergessen. Hier kommt ja später Gewerbe hin. Muss ich hier die wegmachen. Da muss ich ja die hier wegmachen. Das habe ich falsch geplant, scheiße. Ah, hier, die stimmt schon. Die Stelle nicht. So. Aber zum Ausgleich füllen wir jetzt das hier auf.
Apropos, wie sieht's mit dem Schülerwachstum aus? Immer noch gleich geblieben. Sechzehntausendsechshundertvierundzwanzig, da gehen wir schon auf die 17.000 dann zu. Oh, ich will endlich, dass da die Häuser dann höher wachsen. Ich will die 20.000 Einwohner erreichen, da brauche ich die Universität, da haben wir noch mehr Bildungsschub. Ah, wir bauen mal wieder die höheren Häuser da weiter. Oh, die Büros sind immer noch nicht genügend gebildete Arbeiter. Sieht hier unten aus, hier könnte man auch ein Stückchen weiter bauen. Wenn ich es hier oben besser sehe, bauen wir das hier auch gleich mal um in eine sechsspurige. So, und hier kümmere ich auch noch irgendwie da mal anfangen. Oh, 17.053.
Ein bisschen mehr Schüler kriegen wir langsam. Was haben wir denn da oben jetzt? Da haben wir jetzt 4 Schüler an der Schule. Ah, die Schülerzahlen wachsen aber jetzt wieder. Oh. Okay, Schülerzahlen steigen, das ist schon mal gut. Da könnte man jetzt hier wieder so einen kleinen Parkplatz reinsetzen. Welche haben wir denn zuletzt benutzt hier in der Gegend? Dann haben wir einmal den hier, den haben wir noch einen etwas größeren. Bauen wir hier den hier dahin. So, dann können wir ja weiter aufbauen. Da können wir ganz an die Straße bauen. Na, hier braucht man eigentlich, können wir erst hier oben was bauen. Wir müssen nach oben wachsen. Oh, jetzt gibt's Stromprobleme. Ich muss Strom mal wieder nachrüsten. Und wir wollten ja auch mal ein Solarkraftwerk auch noch bauen. Die Sache ist halt die, ich muss immer eine gewisse Einwohnerzahl erreichen, um dann die ganzen Großprojekte mal wahrzunehmen. Das ist immer so mein Ziel, ne? Ich könnte auch hier mal so Windräder bauen. Wenn sich hier niemand stören im Wohngebiet. Wasser fehlt hier. Ah, zu wenig Wasserproduktion oder wo liegt das? Ach, das ist hier gar nicht verbunden. So. Haben wir das Problem auch gelöst.
So. ...1372 Schüler. Ich glaube, ich hole jetzt kurz mal meine Dampfe her. Bin gleich wieder da. So, sag mal, wirklich große Gewerbenachfrage und es müsste aber langsam auch mal diese Jobs hier besetzt werden in Büros. Kann doch nicht so viel Industrie bauen und Büros kann ich auch nicht bauen, wenn da so wenig besetzt werden. Ach, hier kann ich ja eigentlich auch was haben wir denn hier noch? Da haben wir hier den Park, ja doch, da kann man ja eigentlich direkt anbauen, aber da das nicht hier und dann da bauen wir die Büros einfach ein bisschen verteilt in der Stadt, bauen wir einfach nach Bedarf wieder welche, aber langsam muss ja Büros langsam bauen, werden nachgefragt. Ach, wo baue ich jetzt hin? Ich da, wo ich normalerweise Gewerbe bauen würde.
Ja, könnte ich es eigentlich auch bauen, oder? Da habe ich ein bisschen Büros hier unten. Na komm, dann baue ich es einfach mal hier hin. Was soll's. Es wird halt auf jeden Fall mehr Industrie und Büro nachgefragt. Und jetzt weiter Industrie zu bauen, habe ich auch keine Lust. Das sieht hier. Ich habe hier schon relativ viel gebaut. Ich wäre ja froh, wenn ich das hier irgendwann wieder abreißen könnte, hier das alles. Dann machen wir hier auch gleich eine Reihe runter. So, machen wir hier noch eine Querstraße? Nee, oder? Wobei doch, hier können wir so einen Bogen hier rum machen. Einfach drei Bäume da dazwischen. So, haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Büros wieder hochgezogen. Anscheinend werden sie jetzt auch nachgefragt. Auf jeden Fall werden sie ziemlich gebaut hier. 18.000 Einwohner. Jetzt haben wir, glaube ich, 3.000 mehr gekriegt. Ja, wie gesagt, ab 20.000 bauen wir die Universität. Da geht dann nichts mehr dran vorbei. Häuser wachsen, glaube ich, auch nicht mehr in die Höhe anscheinend.
Boah, dann steigen die ja vielleicht gar nicht mehr in die Höhe. Wäre ein bisschen schade. So, jetzt haben wir hier noch einen einbahnstraßigen Tunnel gebaut. Einen kleinen, wenn man um die Ecke geht, damit wir da auch noch ins letzte Eck hier ein Wohngebiet reinkriegen. So. Und dann würde ich sagen, sind wir heute mal wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Wir haben auf jeden Fall die Einwohnerzahl doch ein ganzes Stück erhöht. Gehen jetzt langsam auf die 20.000 dann noch zu. Und dann wird die Uni gebaut. Dann wird sie definitiv gebaut. Dann bauen wir die Universität. Und das wird wieder dafür sorgen, dass die Häuser ein bisschen wachsen. Gerade hier in der Innenstadt haben wir noch einige Häuser, die ein bisschen Wachstumspotenzial haben. Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann, ja, war gegen Ende vielleicht auch wieder besonders ein bisschen, ja, trocken oder vielleicht auch ein bisschen fad, aber das ist eben so ein bisschen das Bauen, Bauen, Bauen. Und dann werden wir mal schauen, wir brauchen auf jeden Fall mal langsam, hier brauche ich mir eine Anschlussstelle. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht hier einfach den Teil hier, ob ich da vielleicht einfach eine Autobahnkreuz baue. Ob das hier einfach umgebaut, das Autobahnkreuz irgendwann wird. Ja, vielleicht auch keine so schlechte Idee. Naja, werden wir mal sehen. Okay, Leute. Dann, ja, Dankeschön für alle, die zugesehen haben oder zusehen werden. Und, jo. Dann sehen wir uns, hören wir uns. Morgen ist Dienstagabend-Talk. Und Mittwoch ist dann Sumo-Stream an der Reihe. Bei, also sein Let's Play. Ich glaube, da läuft immer noch Zelda, soweit ich weiß. Donnerstag haben wir dann The Witcher Let's Play und Freitag wieder Freitagstream ins Wochenende und so weiter. Ne? Okay, dann ja, dann haut rein und ja, wir hören und sehen uns demnächst. Tschüssikowski, haut rein.